zukommen lassen. Nach dem Meeting sollte der Entscheidungsträger und niemand sonst die getroffenen Entscheidungen. Also den Dauer, kein Abstand da, den muss man mal. Kerl, hab ich einen Schlaganfall oder was? Naja, da kein Platz zwischen den Autos. Macht keinen Platz, dieser blöde PKW, ne? Macht keinen Platz. So eine Stubenwichser immer, ey. Da war ich 16 und hab mich auch schon vorangelegt. Ja, der Bulli, der fährt da auch schon seit, ich glaube, seit Anbeginn der Zeit fährt er da in der Mitte rum. Und jetzt fährt er mal einen Hauch schneller als ich. Ansonsten fährt er schon so lange, da leben wir her und da versetzt neben mir her und er hat doch da nichts zu suchen oder was, ne? Er hat doch da nichts zu suchen. Hier, die ganzen LKW-Fahrer werden jetzt von der Polizei wieder weggeschickt. Die liegen vielleicht schon 3 Stunden im Bett oder was, haben sich da hingestellt und jetzt kommt die Polizei, klopft sie alle wach und schickt sie weg. Nur wo willst du denn hinfahren jetzt, auf welchen Parkplatz, ne? Aber das ist halt so. Das ist halt so. Es gibt keinen Parkplatz. Es gibt keinen. Die fahren jetzt zur nächsten Raststätte, stellen sich da wieder hinten auf die. 2009 kurz nach Mitternacht schlief ich noch sorglos den Schlaf des Gerechten. Hätte ich geahnt, was auf mich zukam, wäre ich um das Bett gekommen. Oh, es liegt da ja alle rum. Meine Teile verloren. Koffer. Alles auf den Kofferraum gefallen oder was? Decke nicht richtig zu und kaum schaffst du es nicht mal von der Ausfahrt. Liegt die Scheiße da. Alter, wie ätzend, ey. Wie peinlich vor allem. Moin! Ich habe gar kein Auto. Senorita? Mann, der hat doch die Warmlegerlage an. Siehst du das denn nicht? Der will doch rückwärts fahren, Mann. Oh, der blinkt doch schon so lange. Das kann nicht wahr sein, ey. Ja, bam, jetzt stehst du da. Alter! Da passt aber. Da passt nichts mehr zwischen. Gar nichts. Welche Höhepunkte es am Tag zwischen 2 und 3 gibt, das sagen wir Ihnen in 7 Minuten. NDR 1 Niedersachsen. Einfach die beste Musik. Scheiße! Was ist denn da passiert? Wie geht das denn? Ach so, hier steht noch einer. Und ich dachte schon, dem wäre irgendwie alleine das Rad abgeflogen und da halb hängen geblieben. Aber nee, anscheinend haben sie sich berührt oder weiß der Teufel was. Er fährt erstmal rückwärts auf der Autobahn. Einer der beiden
seine Ausfahrt zu kriegen. So wird's gemacht. Bitte fahren Sie vorsichtig auf der B4 Lüneburg Richtung Uelzen. In der Einfahrtsstadt Koppel steht ein defekter PKW im Stau oder stockender Verkehr auf folgenden Strecken. A1 Lübeck Richtung Bremen zwischen Hamburg-Billstedt und Stillhorn. Er hat schon wieder gebremst, volle Pulle. Jetzt hat er plötzlich volle Pulle gebremst, weil er den DPD-Bulli, weil er diesen Bulli auf dem Abbiegestreifen erfasst hat. Es ging doch an und für sich geradeaus. Oh, musste schnell Gas geben, jetzt haben sie hinter mir direkt wieder rausgezogen und überholen. Ach Mann, das ist immer ein Graus. Das ist immer ein Graus. Das ist immer ein Graus. Also das ist immer ein Graus. Also das ist echt immer ein Graus. Also das ist immer ein Graus. Hier unterhalten sich zwei Kollegen. Und zwar wollen die gerne in den Puff gehen, aber der Chef soll bezahlen. Ich habe eine Firmenkreditkarte im Bett, mit der soll ich eigentlich nur tanken. Der war ja eine Tankung, für die Frau halt, ne? Ja, zusammen kriegen wir die auch richtig voll, ne? Olli, der passt mal so rein. Die wollen den Puff, die Bengels. Der bremst den erstmal schön aus. Naja. Was fahren die ganzen Spasten hier eigentlich lang auf dem Standstreifen? Die haben doch ganz offensichtlich voll einen an der Krone, also. Was ist denn da los? Sind die vollkommen besoffen da? Meine Fresse! Wahnsinnig, ey. In so einer kleinen Scheißkiste. Dräng doch hin. Trecker ab, ey. Die nimmt ja gar kein Handy hier. Wollen die denn alle hin? Wo wollen die denn alle hin? So ein Konvoi habe ich ja noch nie gesehen. Ist aber eindrucksvoll. Mein lieber Schwanz. Enden.
Beenden. 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 Jetzt. Arsch offen oder was? Weißt du, wo du hergekommen bist? Jetzt am Sitz.